Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sind wieder heute im smarten Haus, im vernetzten Haus, bei einem ganz speziellen Thema angekommen. Und das ist die Lüftungsanlage. Also wir haben euch ja einiges schon gezeigt. Haben euch schon viel gezeigt. Wir haben euch die Beleuchtung gezeigt, die Heizung gezeigt. Wir haben die ganzen einzelnen Bereiche, was ja unser Thema ist, auch gezeigt, wie man das vernetzen kann. Wir haben über Grundstücke gesprochen, wir haben über Bauformen gesprochen. Wir sind sehr ins Detail der Haussteuerung gegangen. Und was ich euch jetzt noch schulde, muss ich wirklich sagen, ist die Lüftungsanlage. Wir haben ja mal einen Beitrag gebracht, die Lüftungsanlage 10 Jahre im Dauerbetrieb. Und da gab es ja einige von euch, die haben gesagt, naja, jetzt bring doch mal die Energiebilanz und was kostet das Ganze? Und jetzt sind wir soweit, dass wir euch diesen Beitrag nachliefern. Vielleicht nochmal am Anfang, wozu braucht man überhaupt so eine Lüftungsanlage, die eigentlich in jedem smarten, vernetzten Haus, ich würde mal sagen, Standard ist. Ne? Wozu braucht man das Ganze? Also einerseits ist natürlich so allgemein bekannt, dass ich damit Energie einspare, weil ich jetzt die Fenster nicht mehr öffnen muss, ne? Und die Türen nicht mehr öffnen muss. Weil ganz speziell im Winter, ne, wo man zum Lüften immer die Fenster aufmacht, so das Stoßlüften wie vor 50 Jahren oder vor 20 Jahren oder teilweise auch heute noch, das fällt dadurch flach. Und das ist das ganz große Hauptthema, also dass ich Energie einspare. Ansonsten lüfte ich die Energie, die Heizenergie, gerade bei der Niedertemperaturheizung heute, bei einer Fußbodenheizung, die lüfte ich zu den Fenstern raus. Und ein ganz wesentliches Thema für mich, ich muss wirklich sagen für mich, ist die Luftfilterung. Ich mache jetzt mal hier so auf und man kann es nicht hören. Die Anlage läuft so leise, aber sie läuft. Und wir filtern hier die Luft und ich zeige jetzt mal hier den Filter, wie der hier aussieht. Ne? Also der ist jetzt auch schon wieder ziemlich schwarz und wir wechseln bei unseren Häusern die Filter alle 3 Monate. Ne? Man kann es auch alle 4 Monate oder alle 2 Monate haben, aber diese Anlage hier, die ist im Dauerbetrieb und da wechseln wir die Filter alle 3 Monate. Wir haben 2 verschiedene Filter, ne? Einmal auf der Frischluftseite und dann haben wir natürlich auf der Auslassseite den Filter. Und man muss sagen, auf der Frischluftseite wird natürlich schon verhindert, dass die Frischluft, die außen angesaugt wird, dass ich keine Pollen habe, dass ich keine Insekten habe, gerade im Sommer. Ne? Also das nervt einen ja auch, wenn ich dann Insekten mit im Haus habe, wenn ich die Fenster öffnen müsste. Ne? Man muss es ja nicht. Und das wird alles durch die Filter jetzt zurückgehalten. So, ich mache das Ganze mal wieder zu. Und da kam natürlich von euch jetzt die Frage auf, wie sieht die Energiebilanz von so einer Lüftungsanlage aus und was kosten so die Verbrauchsmaterialien? Und wir haben jetzt die Zahlen von 10 Jahre Dauerbetrieb, ne? Natürlich smart gesteuert, kommen wir später dazu. Und da blende ich jetzt mal eine Zahl ein. Wir haben jährliche Stromkosten von 45 Euro. Ne? Also wenn man das in Deutschland betreibt, die Anlage kostet 45 Euro. In der Schweiz, da kommen wir fast auf die Hälfte der Kosten. Warum ist das so? Weil einfach die Kilowattstunde Strom die Hälfte kostet. Ne? Also wir sind jetzt mal hier von einem Preis ausgegangen von 28 Cent pro Kilowattstunde, was schon ziemlich hoch ist. Und in der Schweiz sind wir so bei 18 Rappen. Ne? Also wenn man das in Euro ausrechnet, ist das ungefähr die Hälfte des Strompreises, den die Schweizer zahlen. Warum ist das so? Weil in Deutschland sind viel mehr Abgaben, die oben drauf kommen und die Erzeugung des Stromes an sich ist in Deutschland und in der Schweiz der Preis gleich. Der liegt natürlich weit unter dem, auch weit unter den 18 Rappen, die ich jetzt für euch gesagt habe. So, und ich muss jetzt mal ablesen, was wir hier für Zahlen haben. Kann ich nicht alles so aus dem Kopf sagen. Also, wir haben jetzt 45 Euro haben wir pro Jahr an Kosten und das sind 160 Kilowattstunden im Jahr. Also das ist so die ganze Basis dafür. Und wenn man das auf den Tag runterrechnet, braucht diese Lüftungsanlage, und das ist eine Stiebel Eltron LWZ, also das ist eine ältere Anlage, sie ist im Dauerbetrieb, sie gibt es seit 10 Jahren, die braucht 440 Wattstunden pro Tag. Und wer es jetzt ganz genau wissen will, das sind immerhin 18,3 Watt im Dauerbetrieb.
Also aus meiner Sicht fast überhaupt nichts dafür, dass ich frische Luft habe, dass ich viel besseres Wohnraumklima habe, dass ich auch keinen Schimmel bilde, dass ich keine Pollen habe, dass ich auch diesen ganzen Staub, den wir sonst durch die Fenster öffnen oder durch die Terrassentüren, ne, beim größeren Haus, wenn ihr Schiebetüren habt, wer das kennt, da kommt so viel Staub rein. Das habe ich jetzt alles nicht, weil ich in dieser Lüftungsanlage das alles zurückhalte. Das ist das eine. Und das andere, Durchschnittsdauerbetrieb, also wirklich 10 Jahre Dauerbetrieb, haben wir 18,3 Watt an Leistungsaufnahme. Diese Anlage hier, die ist ausgelegt für eine Wohnfläche bis zu 250 Quadratmeter. Also so schon ein bisschen größeres Haus. Es gibt kleinere Anlagen, es gibt größere Anlagen. Und jetzt sage ich euch auch nochmal den Preis, was diese Lüftungsanlage kostet. Und das ist jetzt nur die Hardware. Ne? Die kostet so zwischen 5.000 und 6.000 Euro. Also nicht so, was einige dann immer sagen, ja, das kostet alles so viel, viel zu viel und es rechnet sich nie. Ne? Also die Frage ist, rechnet sich für euch Gesundheit, rechnet sich für euch Wohnkomfort? Also wer der jetzt hier an der Stelle aussteigt, ich glaube, der ist auch bei uns falsch. Ne? Also, der Clou nochmal an dieser Anlage ist, dass wir wirklich 18,3 Watt im Dauerbetrieb haben und letztendlich dann 13 Cent pro Tag für die Lüftung bezahlen. Also, wer das nicht bezahlen kann, ja, ich weiß nicht, dann tut es einem wirklich leid. Ne? Und damit ist auch die Frage schon beantwortet, lohnt sich eine Lüftungsanlage jetzt, wenn ich im Haus Neubau bin, ne? Lohnt sich das? 100%, glaube ich, beantwortet. Ne? Also, ja, so. Und wie gesagt, wundert euch nicht, ich schaue hier nochmal drauf. Und dann haben wir Filterkosten von 20 Euro im Jahr, ne? Weil wir tauschen drei Filter hier. Das sind genau diese Filter hier, die wir tauschen. Und bei denen hier werden dann letztendlich die Einsätze getauscht. Ne? Das sind so ganz spezielle Fließeinsätze. Und die gibt es auch für wenig Geld. Ne? Also wer jetzt wirklich aufs Geld schauen muss und sagt, oh, ist die Lüftungsanlage, kann ich mir das leisten? Also das könnt ihr auch schon für euch jetzt mal abhaken. Ne? So, und da sind wir insgesamt jetzt 20 Euro für den Filter, den ihr bezahlt, und bei 45 Euro bei den Stromkosten. Ne? In der Schweiz kostet es weniger, kostet die Hälfte. Also je nachdem, wo ihr wohnt. Das sind ja insgesamt in Deutschland bei 68 Euro im Jahr, was diese Lüftungsanlage hier an Stromkosten oder überhaupt an Betriebskosten mit sich bringt. Und dem müsst ihr denn entgegensetzen, oder was eigentlich dafür dann spricht, ist, dass ihr eine höhere Energieeffizienz habt in eurem Gebäude. Ihr müsst die Fenster nicht mehr öffnen, es wird auch nichts mehr nach außen geheizt. Und noch ein wesentliches Argument fällt mir jetzt auch ein, wenn ihr draußen Lärm habt, ne? Manchmal ist es ja so, in einem konventionellen Altbau, da liegt man abends im Bett, hat die Fenster geöffnet und dann ist es laut. Und dann macht man die Fenster wieder zu und dann stimmt es wieder mit der Temperierung nicht. Ne? Und das ist alles, sind all diese Dinge, was wir bei der Lüftungsanlage nicht haben. Ne? Die Freunde, die Gäste feiern eine Party. Ne? Die Gäste feiern vielleicht nicht eine Party, aber die Freunde feiern eine Party. Und man will schlafen, weil man am nächsten Tag einen Termin hat. Man will am nächsten Tag vielleicht in einen anderen Ort, in ein anderes Land fliegen, fahren. Dann will man schlafen. Und das passiert einem alles mit der Lüftungsanlage nicht, weil man einfach, man kann schlafen. Die Lüftungsanlage läuft, sorgt für Frischluft und der Lärm kommt nicht von draußen rein, weil man die Fenster geschlossen hat. Ich glaube, das Thema Lüftungsanlage wird erst dann interessant, richtig interessant, wenn man es auch mit voll integriert und voll in die Haustechnik integriert. Und das heißt auch, also für mich heißt das beim echten Smart Home im Neubau, dass die Lüftungsanlage, diese hier hat jetzt vier Stufen, ne? 1, 2, 3 und aus. Man kann es auch selber noch festlegen, dass man bei dieser Lüftungsanlage wirklich die Integration richtig vornimmt. Das heißt also, dass gerade die Nassbereiche im Keller, wenn ich eine Sauna habe, im größeren Saunabereich, oder wenn ich die Bäder habe, ne? Ihr habt ja meistens zwei oder drei Bäder oder vier Bäder, je nachdem, wie groß das Gebäude ist, da kommt es wirklich darauf an, dass die Lüftungsanlage automatisch von ihrer Stufe erhöht wird, wenn ihr zum Beispiel jetzt unter der Dusche steht. Ne? Oder wenn erkannt wird, dass die Luftfeuchte in dem Raum sich erhöht hat.
Es kann ja sein, wenn man jetzt so wirklich länger auch ein Fan von Baden ist, ne? Von Badewannenbaden. Es gibt ja wirklich Leute, die sitzen 2 Stunden in der Badewanne. Ne? Da steigt natürlich durch das warme Wasser steigt die Luftfeuchte. Und dass dadurch die Lüftungsanlage hier automatisch geregelt wird. Das ist wieder das Thema Vernetzung, das Thema Smart Home. Und das funktioniert nur in der vollen Vernetzung sehr gut. Ne? Und da muss ich vielleicht nochmal dazu sagen, lohnt sich das im Neubau? Ja, auf jeden Fall, muss man immer machen. Ich sage mal so, bei Altbauten, Nachrüstung ist immer ganz schwierig, ne? Weil wir brauchen die Rohrführungen. Wir brauchen die, also ihr seht ja auch hier, das sieht man glaube ich ganz gut, man sieht hier die Rohre. Hier, das ist der Einlass und das ist der Auslass. Und was ihr hier noch seht, hier, das ist ein Schalldämpfer, ne? Dass wir nicht eine so hohe Geräuschentwicklung haben. Und je nach Anspruch, wenn man die überhaupt nicht mehr hören will, die Lüftungsanlage im Haus, macht man natürlich große Durchmesser. Also wer sich ein bisschen in der Physik auskennt, Strömungsgeschwindigkeit, Querschnitt und so weiter, ne? Ich muss ja die bestimmte Luftmenge, umso größer das Haus ist, muss ich ja die Luftmenge in die Gebäude, in die Räume reinbringen und auch wieder rausziehen können. Ne? Und da brauche ich halt große Durchmesser bei den Rohren. Und das geht natürlich im Neubau ziemlich gut, kostet dann auch, es kostet einfach auch die Planung. Ne? Ich muss Hirn reinstecken und kostet wenig im Verhältnis zum gesamten Gebäude. Ne? Wir hatten ja vorher so die Zahl 5.000, 6.000 Euro kostet so eine Lüftungsanlage. Ist natürlich mit mehr Regelkomfort oder beim größeren Gebäude steigt der Preis. Und die Rohre, die Anzahl der Rohre, ne? Auch Anzahl der Räume steigt auch der Preis. Aber unter einem Strich muss man einfach sagen, im Neubau unbedingt vorsehen. Ne, im Smart Home Neubau und das auch mit Vernetzen, mit der Gesamtvernetzung. So, und im Altbau bei Bestandsgebäuden, da würde ich jetzt mal eine Unterscheidung machen, weil beim Bestandsgebäude sieht es einfach so aus, wenn ich das entkerne, dann kann ich so eine Lüftungsanlage mit nachrüsten. Ne? Das ist jetzt eine zentrale Lüftungsanlage. Ne? Die geht durch alle Räume im Haus durch. Es gibt auch eine dezentrale Lüftungsanlage. Ne? Und dann gibt es auch so Mischvarianten schon, ne, die dann so eine Klappentechnik haben. Also wenn euch das interessiert, was in dem Bereich Lüftung sich da so tut, ne, auch gerade im vernetzten Smart Home, Neubau, Gebäudesystemtechnik, dann schreibt uns das unten in die Kommentare. Ja, und im Altbau sieht es einfach so aus, wenn ihr eine Kernsanierung macht, dann würde ich das nachrüsten, wenn es geht, wenn man es in den Decken unterbringen kann. Und ansonsten, ja, muss man halt mit einer dezentralen Lüftung oder mit einer kleinen Variante oder die Räume aussuchen, wo wirklich Feuchtigkeit, Schimmel, Pollen das Thema ist, dass man da eine Lüftung nachrüstet. Macht auf jeden Fall Sinn. Ne? Ihr fühlt euch besser. Ihr habt ein ganz anderes Raumklima. Ne? Und ich weiß, es gibt einige, die sagen, das braucht man alles nicht, ne, unter euch. Aber ihr habt halt nie den Unterschied des Wohnklimas oder Wohnkomforts erlebt. So, jetzt haben wir eine ganze Menge zum Thema Lüftungsanlage haben wir nochmal zusammengetragen. Ihr habt jetzt die Kosten fürs ganze Jahr, nur die 68 Euro oder 40, 35 Franken, ne, so ungefähr. Und ich glaube, was noch wesentlich ist, nach 10 Jahren, was wir hier hatten, wir hatten so einen Lagerausfall. Ne, also die Lager halten nicht so lang. Das sollten wir vielleicht noch mal zeigen. So, der Lagerausfall bezieht sich auf diese Lager. Also das ist hier dieses Kugellager. Vielleicht kann man das mal so zeigen. Und dieses Kugellager, das fängt mit der Zeit an auszuschlagen. Ne? Das ist jetzt, man muss sagen, das ist eher so ein Cent-Teil. Ne? Kostet, glaube ich, ein Euro. Diejenigen, die jetzt handwerklich geschickt sind, die können sogar die Lager bei den Motoren, denn da sind 2 Motoren drin, oder es gibt auch welche Lüftungsanlagen mit 4 Motoren, können dann diese Lager tauschen. Die Lüftungsanlage, die lässt sich im Volumen, im Fördervolumen, lässt die sich variieren. Das sind diese 3 Stufen oder 4 Stufen, aus ist die 4. Stufe. Und in der Regel so zwischen 50 und 400 Kubikmeter bei dieser Anlage sind es 50 und 375 Kubikmeter pro Stunde. Da kann man sich auch, wenn man sich da technisch detailliert befassen will, kann man sich die Kennlinie nochmal anschauen. Und da hat man den Volumenstrom und da hat man auch die Leistungsaufnahme.
Das ist noch wichtig für euch. Die Leistungsaufnahme dieser Anlage liegt zwischen 12 und 230 Watt. Ne? Und wir haben jetzt im durchschnittlichen Dauerbetrieb, ne, da ist natürlich auch die Zeit dabei, wo die Leute in den Ferien waren, im Urlaub waren, wo auch die Lüftungsanlage nur auf dem Minimalbetrieb, also auf Stufe 1, runtergeschaltet wurde. Wir haben im Dauerbetrieb diese 18 Watt. Ne? Das ist das, was wir an Aufnahme, an Leistungsaufnahme hatten. Und selbstverständlich war die Anlage natürlich in den 10 Jahren auch an bestimmten Tagen vollkommen ausgeschaltet. Ne? Also das Nutzerprofil, dem Nutzerprofil entsprechend und der Steuerung entsprechend. Was ich nicht empfehle, dass man so eine Lüftungsanlage mit so einem Schalter, ne, wie man es früher gemacht hat, einen ausschaltet, sondern die muss natürlich schon bedarfsgerecht laufen. Ne? Nachts hat die natürlich einen anderen Volumenstrom als tags, wo vielleicht niemand da ist. Oder wenn jetzt gerade im Saunabereich sich 3-4 Leute aufhalten. So, meine Damen und Herren, das war jetzt mal ein Beitrag zum Thema Lüftungsanlage, ne? Vernetzung. Vernetzung haben wir da schon was. Zur Vernetzung haben wir noch nichts gesagt. Also Vernetzung. Bei der Vernetzung sieht es so aus, die kann man natürlich mit KNX steuern, die Lüftungsanlage. Dann gibt es welche direkt, wo man schon eine KNX-Schnittstelle hat. Ne? Diese hat noch keine, die steuern wir jetzt anders, ne? Indem wir die einzelnen Lüftungsstufen anfahren und auch abfragen. Und ist eigentlich kein Unterschied, ne? Als wenn wir jetzt schon eine KNX-Schnittstelle hätten. Ne? Damals gab es das noch nicht, als es diese Lüftungsanlage gab. Die Preise sind natürlich auch immer weiter schrittweise gestiegen. Und eine Empfehlung von mir gibt es eigentlich erstmal keine, außer dass wir überhaupt eine Lüftungsanlage einsetzen. So, wenn das Ganze euch gefallen hat, dann freuen wir uns auf einen Daumen. Dann freuen wir uns auf ein Abo, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Und schreibt mal unten in den Kommentaren, ob für euch das Thema Lüftung, Steuerung, Integration, Heizung in den Gebäude interessant ist. So, das war wieder mal ein Beitrag, wo wir in der Technik drin gewesen sind. Ihr kennt ja unseren Mix schon, mehr so die globalen Smart-Home-Themen oder die Technik-Themen. Beim nächsten Mal geht es wieder ein bisschen mit dem globalen Thema weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.